Hallo, bist du da drin? Es klopft zurück. Ah, da klingt doch schon so, als ob da irgendwo die Schale bricht. Es kommt raus, unser Hatchimal-Baby. Hatchi-Baby! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute noch ein großes Hatchimals-Ei, ein Hatchi-Babys-Ei. Unser Kleiner vom letzten Mal, der ist wohlauf, dem geht's sehr gut. Und heute brüten wir ein weiteres Hatchimal-Ei aus. Wir wissen noch nicht, was drin ist. Insgesamt 5 Überraschungen. Und wir müssen natürlich dann auch warten, bis das Ei dann wirklich aufgebrochen wird. Was steht hier noch alles so? Mann, wenn du dich um mich kümmerst, wackelt mein Ei. Und dann steht hier noch, wenn ich schlüpfe, erfährst du, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Und hier steht noch, entdecke interaktives Zubehör im Hochstuhl. Ja, genau, da ist nämlich gleichzeitig dann auch noch ein Hochstuhl mit dabei. Da sind noch kleine Überraschungen mit dabei. Das sieht man hier schon mal. Da kann man dann noch so kleine Überraschungen öffnen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, das erfahren wir dann auch alles. Es wird auf jeden Fall spannend. Es ist übrigens auch noch so ein kleines Zertifikat mit dabei für unser Hatchy Baby. Also ein richtig kleines, süßes Baby wird hier schlüpfen. Ich werde das Ganze jetzt auspacken. Und hier unser anderer Kleiner, der guckt zu. Vielleicht können sich die beiden Babys dann am Ende auch anfreunden. Da bin ich mal gespannt. Und los geht's! Und wenig später habe ich unser Ei aus der Verpackung befreit. Das ist wirklich wunderschön, das Ei. Mit ganz vielen bunten Sprenklern in Türkis und in Lila. Und jetzt müssen wir hier unten noch das Ganze entfernen, damit es losgehen kann. Das ist hier noch so gesichert. Und ich glaube, dann kann es losgehen mit dem Schlüpfen, damit das eigentlich schon in der Verpackung schlüpft. Oh, hört ihr schon? Ach, richtig niedliche Geräusche hört man da schon. Ich werde mal direkt ein bisschen das Ei hin und her schaukeln. Ich bin jetzt ja schon ein bisschen erfahrener. Ich habe das ja letztes Mal schon mit unserem Hatchy Baby alles ausprobiert. Man kann auf jeden Fall ganz verschiedene... Das klingt, als ob man das, den Herzschlag hört. Und ein kleines Stimmchen. Und das Ei, man merkt auch so eine Vibration in dem Ei. Es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Funktionen. Man kann unterschiedliche Sachen machen, zum Beispiel das Ei wiegen, das Ei streicheln. Und das merkt das kleine Hatchimal-Baby da drin. Und reagiert eben darauf. Und wenn man sich gut darum kümmert und dafür sorgt, dass das Baby nicht traurig ist oder dass es nicht krank ist, dann schlüpft es hoffentlich hier auch aus unserem Ei raus. Ich habe das Ei mal dahingestellt und man sieht auch, selbst wenn ich das Ei nicht berühre, das bewegt sich. Also da ist wirklich ein kleines Hatchimal drin, was sich bewegt, was redet, was Geräusche von sich gibt. Und hier steht auch nochmal in der Anleitung, kümmere dich um mein Ei, bis ich schlüpfen kann. Du kannst daran klopfen, daran reiben, es neigen oder wiegen. Wie ich eben schon erzählt habe, jetzt klopfe ich mal. Hallo, bist du da drin? Es klopft zurück. Klopf, 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 klopf. Das ist total cool. Ich habe übrigens auch noch hier diese kleine Geburtsurkunde gefunden. Habe ich euch ja eben schon auf der Verpackung gezeigt. Da kann man natürlich den Namen dann eintragen und dann noch an welchem Tag das kleine Ei geschlüpft ist. Irgendwann wird sich das Kleine hier aus dem Ei herauspicken und ja, bis dahin, das dauert aber ein bisschen. Letztes Mal bei dem anderen, der übrigens auch immer noch hier daneben steht, da hat es ungefähr so 25 Minuten, 20 Minuten gedauert. Ich habe natürlich nicht die ganze Zeit mitgefilmt, sondern auch mal zwischendrin Stopp gemacht, aber so ungefähr im Durchschnitt sind es wohl 25 Minuten. Und wie schnell heute dieses Ei hier schlüpft, dieses kleine Baby, da bin ich mal echt gespannt.
Für diejenigen, die das noch nicht wissen, wenn man es dunkel macht, dann sieht man auch hier verschiedene Farben leuchten. Das können wir gerne nochmal ausprobieren, damit ihr das mal sehen könnt. Dann können wir vielleicht auch erkennen, je nachdem, welche Farbe das bedeutet dann. Vielleicht ist es traurig, hat Blähungen, ist glücklich, krank, kalt, müde. Das kann man ja so alles jetzt gar nicht erkennen. Das kann man am besten im Dunkeln erkennen. Jetzt habe ich es fast ganz dunkel gemacht und da sieht man jetzt die Farben. Da sieht man auch, dass das Ei so aufbricht. Noch bricht es nicht, aber ich glaube, hier sind schon so Strukturen drin. Und jetzt gerade ist es rot. Oh, rot bedeutet, dass es traurig ist und wir wollen noch nicht, dass das traurig ist. Ich werde es mal ein bisschen hin und her wiegen. Vielleicht wird es dann wieder glücklicher. Oh, ich glaube, das wird schon wieder besser. Klopf, 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 klopf. Hey, klopf, 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 klopf. Was macht das denn für Geräusche? Ich glaube, das ist jetzt grün. Das könnte bedeuten, dass das krank ist. Oh, jetzt wird es ein bisschen rosa, pink. Jetzt hört man den Herzschlag. Pock, pock, pock. Ich glaube, es geht ihm schon wieder besser. Man muss sich wirklich immer gut um das Eichen kümmern. Oh, hat es jetzt Schluck auf? Hicks. Hicks, Hicks, Hicks. Oh. Ich habe es mal wieder hell gemacht und das Ei ist kräftig am Schaukeln. Also das ist richtig aktiv, unser kleines Hatchimal-Baby. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen geduldig um das kleine Baby kümmern. Und sobald es hier losgeht, dass die Schale bricht, werde ich euch natürlich sofort wieder einweihen. Noch ist es nicht geschlüpft, aber ich wollte euch kurz noch erzählen, man kann das Ganze auch stoppen, indem man das Ganze 25 Sekunden auf den Kopf dreht. Dann schaltet sich das aus und dann kann man später weitermachen mit dem Ausbrüten. Ich habe so das Gefühl, dass es losgeht. Es gibt so merkwürdige Geräusche. Ist aber auch ein bisschen unglücklich wieder. Ich werde es noch mal ein bisschen hin und her schaukeln. Aber es gibt so Klopfgeräusche. Also ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass es losgehen könnte. Ah, da klingt doch schon so, als ob da irgendwo die Schale bricht. Ah, hier oben kommt auch ein ganz feiner Riss schon. Hier geht's jetzt los. Es kommt raus, unser Hatchimal-Baby. Hatchi-Baby! Reibe an der Unterseite des Eis, damit ich anfange zu schlüpfen. Oh, ich sehe schon ein bisschen was. Es ist, glaube ich, ein kleines lilanes Hatchimal. Man muss wirklich geduldig sein. Jetzt ist ein Riss da, aber so ganz schnell geht das nicht. Also. Oh, ich sehe aber schon so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall türkis mit lila. Oh, und da. Ich werde schon mal ein bisschen vorsichtig mithelfen. Oh, wow. Hier sieht man schon die Farben. Ich glaube, da sind so kleine Herzen auch drauf auf dem Türkis. Was ist das? Oh. Es versucht sich weiter hier zu befreien. Oh, und ist ein bisschen unglücklich dabei. Ich möchte ihm doch helfen. Bisschen reiben hier wieder. Der Herzschlag. Es ist geschlüpft, aber wir können es noch nicht ganz sehen. Herzlich willkommen! Hi, kleines Hatchi-Baby! Wenn die Geburtstagsmelodie die spielt, dann kann man anfangen zu helfen und die Eierschalen hier entfernen. Och, und da ist es.
Es sieht fast unserem anderen ein bisschen ähnlich. Die sind ja beide türkis und ganz weich. Komm mal da raus. Oh, auch eine kleine Windel hat das an. Kleine Füßchen. Und Flügel. Und einen bunten Schwanz. Es könnte irgendwie so ein kleiner Papagei oder so sein. Sieht super lustig und super süß aus. Die kleine Windel, ich glaube, die kann man sogar hier ausziehen, sehe ich gerade. Da ist ein Klettverschluss mit dran. Jetzt lacht es. Dann kann ich ja hier unten mal schauen. Da sind ja noch die Überraschungen drin. So, Überraschung Nummer 1 ist eine kleine Rassel. Hier ein kleines Spielzeug für dich. So sieht's aus. Ein kleines Blümchen ist das. Dann werde ich mal hier... Jetzt wackelt es. So, und hier ist eine kleine Haarbürste. Die sieht auch aus wie ein Blatt. Damit können wir das mal ein bisschen kämmen, unser Hatchy Baby. Und ein kleines Spielzeug. Och, das ist ja süß. Auch ein kleines Hatchimal. Kleines Kuscheltier. Und dann schaue ich mal noch in die letzte Überraschung rein. Das ist ein kleines Trinkfläschchen. Mit einem Herzchen hier oben. Hm? Möchtest du mal ein bisschen trinken? Hier, bitteschön. Ich werde jetzt mal unser anderes Hatchimal auch mal einschalten. Da können die sich vielleicht mal ein bisschen kennenlernen. Oh oh. Blau, das bedeutet, dass das traurig und ängstlich ist. Und das andere ist krank, glaube ich. Oh, ich muss mich um beide gleichzeitig kümmern. Oh nein, um die beiden Babys. Oh, 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 rot. Traurig. Oh nein. Na gut, ich muss mich um eins nach dem anderen kümmern. So, dann setze ich dich mal in dein Ei rein. Und dann streichel ich dich. Hm? Das andere ist zum Glück wieder ein bisschen zufriedener. Oh, jetzt ist das auch ein bisschen zufriedener, glaube ich, wieder. Puh, gar nicht so einfach, sich um diese beiden Hatchy-Babys zu kümmern. Vielleicht sollte man erstmal mit einem anfangen. Aber es macht unglaublich viel Spaß, das Kleine auszubrüten. Es sind coole kleine Überraschungen mit dabei. Und ja, es war richtig toll und süß und aufregend. Was sagt ihr dazu? Welches Hatchy-Baby gefällt euch denn am besten? Ist es das, was wir schon beim letzten Mal ausgepackt haben? Oder unser kleines Neues? Ich würde sagen, das könnten beides Jungs sein. So richtig kann man es nicht erkennen, aber hier vorne sieht man ja auch grün und lila. Ich würde sagen, grün ist der Junge. Und auch hier würde ich sagen, bei dem Kleinen, das ist auch ein Junge. Zwei kleine Jungs und um die muss ich mich jetzt kümmern. Deswegen muss das Video jetzt leider zu Ende sein. Ihr könnt mir gerne noch ein paar Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich, wie ich mich am besten um zwei Hatchy Babies gleichzeitig kümmern kann. Gerne in die Kommentare schreiben, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!